Und fragen noch einmal an dieser Stelle in dieser Sendung die ehemaligen Grünen-Vorsitzende Claudia Roth und den AfD-Vize Alexander Gauland zu dem Thema Islam und Pegida. Innerhalb von Europa sind die zweitgrößte Religionsgemeinschaft nach den Christen sind die Muslime. Das Problem ist, dass ganz offensichtlich der Islam noch nicht bei uns gleichberechtigt eingebürgert worden ist. Also wir brauchen deutlich eine Akzeptanz, endlich eine Akzeptanz für Muslime in unserem Land, die ihre Glaubensrechte ausüben dürfen müssen. Wir brauchen Ausbildung von Imamen an deutschen Hochschulen. Wir brauchen ein Verständnis darüber, dass Muslime genauso friedlich oder unfriedlich sind wie andere religiöse Menschen. Und wir dürfen eines nicht tun, islamistische Gruppierungen gleichsetzen mit Muslimen in unserem Land. Subjektiv gibt es inzwischen bei den Menschen ein Gefühl der Bedrohung und der Angst. Das macht sich nicht an objektiven Zahlen fest, das ist mir auch klar. Es macht sich an vielen Erscheinungen fest, beispielsweise an irgendwelchen Krawall- oder Prügelszenen zwischen Islamisten und Jesiden in westdeutschen Großstädten. An einer zu starken islamischen Zuwanderung, so empfinden es viele Leute. Das heißt, es ist nicht das Problem, was mir immer wieder entgegengehalten wird, dass es in Sachsen ja gar nicht so viel Ausländer gibt, sondern die Menschen sehen abends Fernsehen, sehen diese Auseinandersetzung und sagen, wieso muss das in Deutschland sein? Wieso gehören die Menschen hierher? Und das können sie nicht trennen nach Landesgrenzen. Und das ist ein Thema, wo ich aber nochmal sage, ich weiß nicht, warum es gerade in Sachsen aufgesprungen ist.